Dealerin sehen. Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Intascate 61, Rollbrettunion, Rollbrettfabrik. Gladbach ist auf der Landkarte wie noch nie. Und hier ist der neue Park, den die umgebaut haben. Und da schauen wir uns natürlich rein. Ich bin hier mit ein paar Jungs. Marlon, Jeffrey ist am Start, Dominik Wenzel und OG Benny. Und wir skaten einfach den neuen Park an, den die Jungs haben aufgebaut. Und guckt euch das an. Da sind ein paar neue Sachen sind drin. Das Körb an. Da hinten haben wir noch mal ein bisschen aufgewertet. Ein neues Big Mama Rail. Da bin ich richtig gespannt, was da passieren wird. Ansonsten ein bisschen mehr Variation drin. Ein bisschen mehr auch für die Kids. Mhm. Ist ja immer schwierig, auf so doch kleinem Raum dann für alle Altersstufen und alle Könnerstufen was anzubieten. Können auch ein bisschen modifizieren während des Contests. Werden wir auch machen. Und wir haben noch ein, zwei Überraschungen am Start. Also es kommt noch ein bisschen was. Der Park ist hier 1:1 gleich geblieben. Diese Quarter-Landschaft hier, die auf dieser Seite ist, die einfach nur runter geht. Und dann geht es natürlich hier zu den zwei Centerpieces. Hier ist komplett umgebaut worden. Das sieht ganz anders aus als letztes Jahr. Hier ist halt, ihr guckt euch das an, hier Wally. Oben das fette Ding, da was man grinden kann. Hier so ein Hausdach, hip. Und einen Slappen haben sie reinbekommen hier noch. Ich weiß nicht, dass er letztes Jahr da war. Dann hier ist gleich geblieben, Curb, das Ding hier in der Mitte. Das Rail hier vorne ist kürzer geworden. Das ging letztes Jahr bis nach hinten. Und dann natürlich diese Section hier, diese Big Section ganz am Ende. Da ist natürlich auch diese Quarter ganz hinten ist geblieben. Und dann diese beiden Hubbers oben und runter, die hier gehen, die sind geblieben. Aber die Mitte ist ein bisschen verändert worden. Wisst ihr noch, der Hydrant stand letztes Jahr da hinten. Jetzt ist dort das Rail, was auch so mit einem Pump hat. Das ist richtig geil. Dann die Mitte, natürlich die legendäre Mitte braucht man, ist ja klar. Die legendäre Mitte mit Double Set, mit Dreier-Dreier. Und dann noch das Rail, was noch mit eingebaut worden ist, was hier gefehlt hat. Das Euro Gap, London Gap oder natürlich, wie wir jetzt mittlerweile sagen, das Brexit Gap. Auf jeden Fall hoch die Dreier, braucht schon Geschwindigkeit, deswegen fette Quarter da, dann da hoch. Und dann zu guter Letzt natürlich das, was ganz, ganz, ganz neu ist und zwar das, der Schlitten hier. Und der Schlitten ist hüfthoch. Wer hier nicht trifft, wird sacken. Ich bin sehr gespannt, ob wir einen haben werden, der auf jeden Fall das Ding hier küssen wird. Auf jeden Fall ist das höchste und heftigste Teil aus dem ganzen Park. Schön anders verbaut. What's up, Skateboarder? We are back. Wir sind hier in Mönchengladbach, Intascate 61. Und zwar, falls ihr gesehen habt, waren wir letztes Jahr schon hier. Falls ihr das nicht gesehen habt, hier unten drunter ist direkt der Link. Es war das heftigste Event des Jahres, definitiv für mich. Was sagst du für dich? Natürlich auch wahrscheinlich, ja, wa? Weil es war drumherum dieses Feeling, wie viele Stände hier waren. Wie gesagt, ich kann es euch gar nicht auch rüberbringen. Auch wenn ihr das Video jetzt unten gleich in dieser Beschreibung gleich klickt, ihr werdet das sehen. Aber man muss es gespürt haben. Man muss hier gewesen sein, weil der Raum ist auch schon, die Halle ist zwar groß, aber schön eng. Es wird geknallt. Es ist so eine Emotion und ich bin wirklich sehr, sehr froh und dankbar, dass hier Rollbrettunion das Ganze hier auf die Beine stellt. Und neben mir sitzt einer aus dem Vorstand, Rollbrett. Nicht ganz. Was sonst? Nicht ganz.
Aber der Typ, ja, aber irgendwie, Janne, kommt es mir vor, als ob du bist hier der Einzige, der das Ding hier immer in die Fahrt bringt. Letztes Jahr, und das war das krasseste Event, dass man dachte, war es nur einmal? Ist es ein einmaliges Ding? Nein, ist es nicht. Jetzt sitzen wir hier und wir sitzen nicht nur hier einfach so, sondern ihr habt gerade die Halle, die Planung durch. Und da ist natürlich direkt die Riesenfrage, erzähl mal natürlich aus dem Nähkästchen jetzt. Wir sind jetzt natürlich, Samstag wird es jetzt sein, es sind wenige Tage noch und wir sind natürlich gespannt. Es gab natürlich schon Gerüchte, der Park ist nicht derselbe. Ne? Ihr habt natürlich schlauerweise einen anderen Park gemacht, deswegen damit nicht dasselbe gemacht werden kann wie letztes Jahr, sondern ein bisschen muss man den Trick hier und da verändern. Na klar. Ja, wir sitzen jetzt hier ziemlich genau 2 Wochen vorm Event. Wir haben den Park leicht angepasst. Hier und da ein neues Rail, hier und da einen neuen Kicker. Wird auf jeden Fall spaßig. Puff hat sich das alles angeguckt, werdet ihr alles schön sehen. Auf jeden Fall. Und letztes Jahr war gut, dieses Jahr wird besser. Ist, wo wir es als erstes natürlich direkt wie besser gesehen haben, erstmal ist das Preisgeld sogar mehr als verdoppelt. Es waren letztes Jahr ein Cashpool von 5.000, jetzt sind wir bei 11.000. Ja. Kannst du ganz kurz auch den Sponsoren Shoutouts geben? Wer ist dahinter? Wer supportet die Szene so? Ich will das mal wirklich jetzt von dir wissen. Wer sind denn jetzt die dahinter, die so Gas gegeben haben, die hier dahinter stehen? Erzähl mal ein bisschen, damit wir wissen, wie weit wir so andere Städte, ich als Aachener Stadt, die ganze, wie können wir so ein Beispiel an euch nehmen? Wie funktioniert sowas? Wir haben viel mit europäischen und Landesförderung zusammengearbeitet. Also das Land NRW unterstützt uns. Das ist korrekt. Regio Europaförderung, das machen wir mit unseren Freunden aus Venlo zusammen. Wir haben ja auch als kleines Quali-Event fürs Interskate den Grenzland Cup. Richtig, waren wir dabei. Nice, auf jeden Fall. Düren, Eschweiler, Venlo und das Finale jetzt in Mönchengladbach in 2 Wochen. Wir haben versucht, die lokale Szene zusammenzuholen, uns über Förderung finanziell gut aufzustellen, sind neben dem Interskate als Contest sind wir auch Westdeutsche Meisterschaft. Das heißt, wir küren auch Westdeutschen Meister und Meisterin. Nice. Also wir haben uns versucht, auf allen Ebenen ein bisschen weiterzuentwickeln, vor allem auch sportlich. Und du hast schon angesprochen, 11.000 Euro Preisgeld. Ich würde sagen, nicht nur, ihr habt alles verdoppelt. So. Es fühlt sich an, es wird alles irgendwie so doppelt so geil werden. Preisgeld ist doppelt. Es sieht aus, wie es gibt hier noch mehr Getränke, noch mehr Stände, noch mehr. Es war ja letztes Jahr schon wie, es war hier ein Fantasialand für so. Und letztes Jahr, was mich auch sehr beeindruckt hat, die Stände hier drumherum, es gab richtig geiles, verschiedenes Essen. Es gab hier Cocktails, es gab hier, man konnte klettern, da hinten gab es eine Mini-Rampe, hier gab es eine kleinere Mini-Rampe, Live-Musik, hinten gab es Cocktails, die gemacht worden sind, Fingerboard-Ramps, also es war ein Event, es war nicht nur der Contest, der so krass war, zu dem kommen wir gleich noch, da sage ich auch noch, wie krass das war, dass internationale Leute da waren, die Holländer waren da, wir hatten, deutscher Meister war da, Alex Bizurov aus Dubai ist angekommen, also wir hatten ein internationales Feld, das hat sich angefühlt wie We Are Back hier in Gladbach, wie in den 90ern bei Dom, und wo hier richtig abging, und jetzt sind wir wieder back. Ja. Ganz wichtig, es ist Freitag Qualification. Genau. Für wen genau und wer darf Samstag kommen? Also wir haben ja, ich habe eben schon erzählt, Grenzland Cup, über die 3 Stops haben sich ein paar schon eine Wildcard geholt. Aber grundsätzlich ist am Freitag, 18. August, ist Qualifikation. Um wie viel Uhr? Um 5 Uhr geht's los abends. Ah, okay. Schön nach der Arbeit kann man noch kommen, wenn man... Genau, für die alles Männer. Alles klar. Frauen haben Freitag noch frei. Die müssen nur am Samstag kommen. Krass, genau, also Freitag Qualifikation, dafür qualifiziert ihr euch dann für den Hauptcontest und dann geht es am Samstag um 12 Uhr geht's direkt los mit Semifinale und Finals. Ist das nur für die A-Gruppe oder auch für B-Gruppe? Frauen hast du gesagt nicht, aber es gibt eine B-Gruppe noch. Ja genau, wir machen Pro- und Amateur-Contest wieder. Auch die müssen Freitag Qualification fahren? Nur die Männer. Nur die Männer? Männer, Amateure, Männer, Pros kommen Freitag alles ab klar. 17 Uhr, machen wir Quali und dann geht es am Samstag um 12 weiter. Perfekt. Ja. Contest-Format haben wir ganz leicht adaptiert. Genau, letztes Jahr gab es nur Runs. Dieses Jahr machen wir vor allem beim Pro-Contest Runs und Best Trick. Also 2 Best Runs und dann noch 3 Best Tricks. Und dann der beste Run, die 2 besten Tricks. Und okay. Der beste Run wird also genommen, ne? Genau. Von den 2. Das heißt, man kann einen schlechten Run fahren. Genau. Aber bei den Best Trick werden beide Best Tricks genommen? 2 von 3.
Zwei von drei. Oh, genau. Okay, nice. Waren drei Versuche? Genau. Zwei Banger. Oh ja, das wird die Banger. Wir wollen auf die Banger. Ein geiler Format. Dankeschön. Wir brauchen die Banger. Bangers. Wir wollen die Bangers. Was denn sonst? Also zum Rahmenprogramm, hast du schon angesprochen, wir versuchen irgendwie so alle Facetten vom Skateboard ein bisschen abzudecken. Und vor allem auch für Groß und Klein. Also soll auch was für Familien dabei sein. Ne? Bieten an Skate-Workshops auf den Mini-Ramps, Graffiti-Workshops. Dieses Jahr haben wir auch eine kleine Hüpfburg für die ganz Kleinen. Oh, geil, geil. Das ist die Hüpfburg. Das haben wir letztes Jahr nicht. Genau. Aha, seht ihr? Dann Essen für jeden was dabei, von vegan bis Fleisch, alles am Start. Und genau, wir haben wieder Live-Bands, die in Halle 8, die hinter uns noch ist, dann weil, abends warte, auftreten. Ich will nur kurz reingrechen, weil auch wichtig zu verstehen ist, es ist nicht nur Contest, dann ist Ende, alle gehen nach Hause, sondern es geht erst los. Dann geht es erst los. Ja, genau, denn dann gibt es noch die Party und so weiter. Deswegen, es trifft sich hier sozusagen die Szene. Hier ist das Netzwerk auf jeden Fall wieder am Start. Alle sind dabei. Und ja, wir versuchen alle wieder hier hinzuholen. Gladbach wieder so ein bisschen als, ja nicht Hotspot, aber ihr als, seid, nein, als ihr Spot, müsst nicht, als ey, Spot. Ich will euch wirklich auf, für dich hier zu klein zu machen. Das ist so krass. Ihr habt diese Halle. Ihr habt Reit, diese Halle, die kleine da. Die habt, ja. Ihr habt den geilen Park am Hauptbahnhof, der einer der geilsten Skateparks Deutschlands ist. Eigentlich sollte hier Hauptbahnhof so einen Park eigentlich in jeder Stadt haben. Das wäre nice. Ne? Auf jeden Fall. So, diese Place Republik ist auf jeden Fall crazy. Deswegen, ey, Gladbach ist so auf der Karte, wie an den 90ern es war. Wir sind wieder back. Deswegen, ich freue mich sehr und will mich hier nochmal wirklich bei dir bedanken für die nicht Arbeit. Nicht bei mir, ne? Also doch, das bei Rollbrett dir, bist, Union, ich ja, bin, ja, ihr ich seid Teil alle von zusammen, ich verstehe, ich verstehe. Aber du bist gerade vor der Kamera, ich kann nicht, was soll ich sagen? Ja, soll ich gut, ich nehme das im Namen der Rollbrett richtig, Union richtig, nämlich sag allen, ja, alle Küsschen von mir, alle in der Rollbrett Union, wirklich, Shoutouts, weil es ist nämlich wichtig, das ist nicht nur, ich sag das ja genau, klar, danke an dich, weil du bist der, die am Ende das alles zusammenführt. Du siehst alle, wer die dabei sind. Deswegen, wie gesagt, Shoutouts an jeden Einzelnen, der auf dieses kleine Rädchen dreht, denn ohne jeden einzelnen kleinen Handgriff würde das ja nicht passieren, weil es geht nicht nur um die Sache, dass hier einer ist, sondern hier sind hunderte, 200-300 Leute involviert in der Planung, in der wie viele Leute hier gearbeitet haben, allein den Park aufzubauen, wie viele wie viele Stände sein werden. Deswegen, das ist wirklich richtig geil, richtig geil. Ich freue mich sehr, dass ihr hier in Gladbach in meiner Nähe seid, sodass ich immer aus Aachen vorbeikommen kann und ein Teil sein kann, denn ihr macht Skateboarding zu etwas, was natürlich da sein muss für uns alle jeden Tag, weil ein Tag ohne Skaten ist ein verlorener Tag. Für mich wäre ein Tag ohne Interskate ist verloren. Ich will jeden Tag so ein Event haben mit euch allen und kommt vorbei. Deswegen, wie gesagt, verpasst das nicht. Das zweite Event des Jahrhunderts, weil das erste war es ja das erste, letztes Jahr. Wenn ihr da nicht dabei wart, dann seid ihr so verlorener geht es gar nicht mehr. Das ist was wirklich crazy Event. Deswegen verpasst das diesmal nicht, seid dabei, weil wir sind natürlich alle wieder am Start. Also 19.8. jetzt. Wir sehen euch alle da. Peace. OG Distribution, das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an, da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir das gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen, werdet natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Nice, sag mir, wer ist dein Dealer? So smakelig, manche sind Dealer. Hast du es noch nicht gehört in der City? Zwei sind tot, ich muss hustlen, you will be. No Scribe, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist dein Dealer? Ey, sag mir, wer ist dein Dealer? Yeah. Ich häng mit OG dem Pop.